Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. 3.3 hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Das Schlüsselwort. 42. Katechese, 1. Oktober 1980. In unserer Analyse kommen wir zum dritten Teil der Ausführungen Christi in der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28. Der erste Teil lautet: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst die Ehe nicht brechen. Der zweite: Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, ist grammatikalisch mit dem dritten verbunden, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Unsere Methode, die Aussage Christi in drei aufeinanderfolgende Abschnitte zu teilen oder aufzugliedern, mag gekünstelt erscheinen. Doch wenn wir die ethische Bedeutung des ganzen Wortes in seiner Gesamtheit zu erheben suchen, kann gerade die von uns vorgenommene Aufgliederung des Textes nützlich sein, vorausgesetzt, dass wir nicht trennen, sondern verbinden wollen. Das aber wollen wir tun. Jeder Teil hat seinen eigenen Gehalt und seine besonderen Merkmale, und gerade das möchten wir durch die Aufgliederung des Textes herausstellen. Gleichzeitig aber zeigt sich, dass jeder Teil sich durch den unmittelbaren Bezug zu den anderen erklärt. Das gilt in erster Linie für die semantischen Hauptelemente, durch welche die Aussage zu einem Ganzen wird. Diese Elemente sind Ehebruch begehen, Ansehen um zu begehren, Ehebruch im Fleisch, Ehebruch im Herzen. Es wäre besonders schwierig, die ethische Bedeutung des Begehrens zu ermitteln, ohne das letzte Element, nämlich den Ehebruch im Herzen. Bereits unsere vorangegangene Überlegung hat dieses Element irgendwie in Betracht gezogen. Doch ist ein volleres Verständnis des Ehebruch im Herzen begehen erst nach einer besonderen Analyse möglich. Wie wir schon zu Beginn sagten, geht es hier um die ethische Bedeutung. Die Aussage Christi in Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28 geht von einem Gebot aus: Du sollst nicht die Ehe brechen, um zu zeigen, wie es verstanden und verwirklicht werden soll, damit darin die Gerechtigkeit, die Gott Jahwe als Gesetzgeber gewollt hat, überfließe, damit sie sich in größerem Maß erfülle, als es nach der Auslegung und Kasuistik der Schriftgelehrten des Alten Testaments geschah. Wenn die Worte Christi in diesem Sinn das neue Ethos aufbauen wollen, und zwar aufgrund desselben Gebotes, führt der Weg dorthin über die Wiederentdeckung der Werte, die im allgemeinen alttestamentarischen Verständnis und in der Anwendung dieses Gebotes verloren gegangen waren. Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch die Gestalt des Textes bei Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 28 bezeichnend. Das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, hat die Gestalt eines Verbotes, das ein bestimmtes moralisches Übel kategorisch ausschließt. Bekanntlich enthält das Gesetzbuch der 10 Gebote außer dem Verbot, du sollst nicht die Ehe brechen, auch das Verbot, du sollst nicht die Frau eines anderen begehren. Exodus Kapitel 20, Verse 14 und 17 und Deuteronomium Kapitel 5, Verse 18 und 21. Christus hebt nicht das eine Verbot zugunsten des anderen auf. Obgleich er vom Begehren spricht, zielt er eine tiefergehende Erklärung von Ehebruch an. Bezeichnenderweise ändert er nach dem Verbot, du sollst nicht die Ehe brechen, das seinen Zuhörern bekannt war, im Folgenden seinen Stil und die logische Struktur von der normativen Form in die erzählerisch feststellende. Wenn er sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, beschreibt er einen Vorgang im Innern, dessen Realität die Zuhörer leicht verstehen konnten. Gleichzeitig gibt er durch den auf diese Art beschriebenen und gekennzeichneten Vorgang an, wie das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, aufgefasst und praktisch erfüllt werden soll, damit es zu der vom Gesetzgeber gewollten Gerechtigkeit führt. So stehen wir nun bei dem Ausdruck, hat in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen, der, so scheint es, das Schlüsselwort für das Verständnis seiner rechten sittlichen Bedeutung bildet. Diese Formulierung ist zugleich die wichtigste Quelle, um die für die Gestalt des neuen Ethos wesentlichen Werte zu verdeutlichen.
das Ethos der Bergpredigt. Wie es im Evangelium häufig geschieht, so stehen wir auch hier vor einem gewissen Paradox. Denn wie kann es zu einem Ehebruch kommen, ohne dass einer die Ehe bricht, das heißt, ohne den äußeren Akt, der es erlaubt, die vom Gesetz verbotene Handlung festzustellen? Wir haben gesehen, wie sehr sich die Kasuistik der Gesetzeslehrer um die genaue Erklärung dieses Problems bemühte. Aber auch unabhängig von der Kasuistik scheint klar zu sein, dass man von Ehebruch erst sprechen kann, wenn Ehe im Fleische geschieht, das heißt, wenn die beiden, Mann und Frau, sich so miteinander verbinden, dass sie ein Fleisch werden, obwohl sie nicht rechtmäßig miteinander verheiratete Eheleute, also Mann und Frau, sind. Was soll das heißen, im Herzen Ehebruch begehen? Ist es nicht nur ein bildlicher Ausdruck, den der Meister verwendet, um die Sündhaftigkeit der Begehrlichkeit hervorzuheben? Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.